Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung, einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 11. Mai, paar Stunden bevor der Sabbat anfängt, habe ich mich hier hingesetzt, um die vierte Lesung zu machen aus dem Büchlein Die schmalkaldischen Artikel von Martin Luther. Die Geschichte dazu hatte ich ja bereits erzählt, worum das darin geht. Ist ja auch nicht ganz uninteressant, wenn man ein Christ ist, diese Dinge zu kennen. Und wir sind jetzt hier in in dem vierten Teil, ne, also der dritte Teil der Artikel. Und da in Absatz Nummer 4 die falsche Buße der Papisten. Und ich gehe nochmal eben einen Paragraphen zurück zum Lesen, einen Absatz zurück und fange an oben in dem ersten vollen Absatz auf Seite 43 uns das vorzulesen, was Martin Luther hier zu sagen hat über die falsche Buße der Papisten. Wenn es nun einige gab, die sich nicht solcher Tatsünden mit Gedanken, Worten und Werken schuldig fühlten, wie ich und meinesgleichen in Klöstern und Stiften Mönche und Priester sein wollten, die mit Fasten, mit Wachen, Beten, Messe halten, harter Kleidung und Lagerstätte und so weiter, wieder böse Gedanken uns wehrten und mit Ernst und Gewalt heilig sein wollten und doch das erbliche angeborene Böse etwa im Schlaf taten, wie auch der Augustin und Hieronymus mit anderen bekennen, was seine Art ist, hielt doch ein jeder vom anderen, dass einige so heilig wären, wie wir lehrten, die ohne Sünde voller guter Werke wären, dass wir daraufhin unsere guten Werke als uns überschüssige für andere dem Himmel mitteilen und verkaufen. Das ist gewisslich wahr und es sind dafür Siegel, Briefe und Beispiele vorhanden. Hier geht es dann um den Ablasshandel, wie wir ja letztes Mal gelesen hatten. Ne? Diese bedurften der Buße nicht. Denn was wollten sie bereuen, da sie doch in böse Gedanken nicht einwilligten? Was wollten sie beichten, da sie doch die bösen Worte vermieden? Wofür wollten sie Genugtuung leisten, da sie doch der Tat nicht schuldig waren, so dass sie auch anderen armen Sündern die überschüssige Gerechtigkeit verkaufen konnten? Solche Heiligen waren auch die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Christi. Und genau diese Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Christi ist das, was heute in der römisch-katholischen Kirche sich uns darstellt. Genau dasselbe. Hier kommt der feurige Engel des heiligen Johannes aus der Offenbarung, Kapitel 10, Vers 1, der Prediger der richtigen Buße und schlägt mit einem Donner alle beide zusammen und spricht, tut Buße, wie wir in Matthäus 3, 2 lesen können. So denken jene, wir haben doch Buße getan. Diese denken, wir brauchen keine Buße. Johannes aber spricht, tut alle beide Buße. Denn ihr seid falsche Büßer und diese sind falsche Heilige. Ihr bedürft alle beide der Vergebung der Sünden, weil ihr alle beide noch nicht wisst, was die richtige Sünde ist, geschweige, dass ihr für sie Buße tun oder sie meiden sollt. Keiner von euch ist gut. Ihr seid voller Unglauben, Unverstand und Unwissenheit über Gott und seinen Willen. Denn da ist er gegenwärtig, von dessen Fülle wir alle Gnade um Gnade nehmen müssen. Johannes Kapitel 1, Vers 16. Und kein Mensch kann ohne ihn vor Gott gerecht sein. Darum, wenn ihr Buße tun wollt, so tut richtig Buße. Eure Buße tut es nicht. Und ihr Heuchler, die ihr keiner Buße bedürft, ihr Otterngezücht, wer hat euch dafür Sicherheit gegeben, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet, wie wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 7 lesen. So predigt auch der heilige Paulus in Römer Kapitel 3, Verse 10 bis 12 und spricht, es ist keiner verständig, keiner gerecht, keiner achtet Gott, keiner tut Gutes, auch nicht einer, sie sind alle sündhaft und abtrünnig. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30 lesen wir, nun aber gebietet Gott allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Allen Menschen, spricht er, niemanden ausgenommen, der ein Mensch ist. Diese Buße lehrt uns, die Sünde zu erkennen, nämlich, dass wir zu nichts nütze sind
an uns nichts Gutes ist und dass wir schlechterdings neue und andere Menschen werden müssen. Und eine kleine Bemerkung von mir, wenn wir das hier von Paulus und Apostelgeschichte lesen, ja, also von Paulus, wo es heißt, keiner ist verständig, keiner ist gerecht, keiner achtet Gott, keiner tut Gutes, auch nicht einer, sie sind alle sündhaft und abtrünnig. Und in Apostelgeschichte, nun aber gebietet Gott allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Das heißt, ich kann dann doch gar nicht zu einem anderen sündhaften Menschen gehen, kann dem meine Sünden beichten, kann durch ihn von meinen Sünden absolviert werden und bin dann auf einmal frei von meinen Sünden. Das geht doch gar nicht. Das ist absolut gegen das, was die Bibel selbst lehrt. Wenn Paulus hier lehrt, und Paulus lehrt ja nicht aus sich selbst, Paulus lehrt aus dem Heiligen Geist, er lehrt aus dem Evangelium, er sagt, es ist keiner verständig, es ist keiner gerecht, keiner achtet Gott, keiner tut Gutes, auch nicht einer, sie sind alle sündhaft und abtrünnig, dann kann ich doch nicht zu einem Menschen gehen und ihm meine Sünden beichten und von ihm eine Buße auferlegt kriegen oder eine Strafe auferlegt kriegen und dann davon ausgehen, dass meine Buße getan ist, meine Beichte getan ist, meine Sünde vorbei ist. Das kann doch gar nicht, ist doch unmöglich. Da würde die Bibel sich ja widersprechen. Aber das tut sie nicht. Das Problem ist, die römischen Katholiken, die haben ihr eigenes System und das ist absolut konträr, also gegensätzlich gegenüber dem, was die Bibel lehrt. Das ist wieder mal ein hundertprozentiger Beweis dafür. Ja? Da kann ich 1000 Ave Marias und Vater Unser und was weiß ich nicht bitten. Und dann noch das Vater Unser oder Pater Noster, wie sie das nennen, das ist nicht dafür gemacht, um das sinnlos vor sich hin zu brabbeln und wieder aufzusagen. Sondern Jesus hat uns geboten, dieses zu tun, dass wir eben nicht wie die Heiden brabbeln, dass wir das dann eben einmal sagen und nicht ständig wiederholen müssen. Schon gar nicht die Wiederholungen, die in dem Ave Maria und so weiter vorkommen. Also bitte, versteht es bitte hier. Es ist ganz, ganz wichtig. Keiner ist verständig. Keiner ist gerecht. Keiner achtet Gott. Keiner tut Gutes. Auch nicht einer. Sie sind alle sündhaft und abtrünnig. Und deswegen gebietet Gott allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. An allen Enden der Erde, meint er hiermit. Allen Menschen, spricht er, niemanden ausgenommen, der ein Mensch ist. Nun, fahren wir fort. Diese Buße ist nicht zerstückelt und kümmerlich wie jene, die für die Tatsünden Buße tun. Und sie ist auch nicht ungewiss wie jene, denn sie disputiert nicht darüber, was Sünde und was nicht Sünde ist, sondern wirft alles zusammen und spricht, es ist alles nichts als Sünde mit uns. Was sollen wir lange suchen, aufteilen und unterscheiden? Ja? Warum macht die römisch-katholische Kirche einen Unterschied zwischen Todsünden und anderen Sünden? Die Bibel sagt ganz deutlich, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und der Lohn für die Sünde ist Tod. Also ist jede, oder der Tod, also ist jede Sünde eine Todsünde, weil jede Sünde wird mit dem Tod belohnt. Außer wir sind errettet in der Gnade von unserem Herrn, Jesus Christus. Also, es ist alles nichts als Sünde mit uns. Was sollen wir lange suchen? Was sollen wir aufteilen und unterscheiden zwischen den Sünden? Was sollen wir dazwischen aufteilen und unterscheiden? Nix. Darum ist hier auch die Reue nicht ungewiss. Denn es bleibt nichts, mit dem wir etwas Gutes erfinden könnten, um die Sünde zu bezahlen, sondern es bleibt nur ein reines, gewisses Verzagen an allem, was wir sind, denken, reden oder tun und so weiter. Desgleichen kann auch die Beichte nicht falsch, ungewiss oder zerstückelt sein. Denn wer bekennt, dass bei ihm alles nichts anderes als Sünde ist, der erfasst alle Sünden, lässt keine aus und vergisst auch keine. So kann auch die Genugtuung nicht ungewiss sein, denn sie ist nicht unser ungewisses, sündliches Werk, sondern das Leiden und Blut des unschuldigen Lammes Gottes, das der Welt Sünde trägt, wie wir in 1. Kapitel Johannes, Vers 29 nachlesen können. Von dieser Buße predigen Johannes und danach Christus im Evangelium
und auch wir. Mit dieser Buße stoßen wir den Papst und alles, was auf unsere guten Werke gegründet ist, zu Boden. Denn es ist alles auf einen hinfälligen, nichtigen Grund errichtet, der gute Werke oder Gesetz heißt. Obgleich kein gutes Werk da ist, sondern nichts als böse Werke, und obgleich niemand das Gesetz tut, wie Christus in Johannes 7, Vers 19 sagt, sondern es alle übertreten. Darum ist dieses Gebäude nichts als trügerische Lügen und Heuchelei, wo es am allerheiligsten und allerschönsten ist. Dieses, er spricht hier von dem Ablass, ja, den man sich erkaufen kann. Und genauso wie er hier von dem Ablass spricht, spricht er auch davon, dass man zum Priester geht und dem seine Sünden beichtet und durch die Absolution des Priesters glaubt, dass die Sünden vergeben wären. Das ist nicht so. Dem ist nicht so. Ja? Also, Ablass, der heute ein wenig in den Hintergrund gerückt ist, aber den es immer noch gibt in der römisch-katholischen Kirche, und natürlich die Beichte, die es auch immer noch gibt und die total unbiblisch ist. Und diese Buße, fährt Martin Luther fort, währt bei den Christen bis in den Tod. Denn sie streitet mit der übrig gebliebenen Sünde im Fleisch durch das ganze Leben hindurch, wie der heilige Paulus in Römer 7, Vers 23 bezeugt, dass er mit dem Gesetz seiner Glieder kämpfe und so weiter. Und das nicht durch eigene Kräfte, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes, der auf die Vergebung der Sünden folgt. Die Gabe des Heiligen Geistes folgt auf die Vergebung der Sünden. Das ist dann wieder ein Punkt, der konträr geht oder gegen das geht, was die Scholastiker ja in ihren Punkten da vorne, die wir gelesen hatten, behaupten. Na? Die behaupten ja, er kann aus natürlichen Kräften Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst lieben, der Mensch. Wenn der Mensch tut, so viel an ihm liegt, gibt Gott ihm gewiss Gnade. Wenn er zum Sakrament gehen will, also zur Kommunion, ist nicht der gute Vorsatz notwendig, Gutes zu tun, sondern ist genug, dass er nicht den bösen Vorsatz hat, Sünde zu tun. So sehr ist die Natur und das Sakrament wirkungsvoll. Und der Mensch kann aus natürlichen Kräften alle Gebote Gottes tun und halten. Einer der Punkte der Scholastiker. Nein, der wird hier ganz deutlich widersprochen. Das kann er eben nicht. Denn, so wie es hier steht, das nicht durch eigene Kräfte, sondern durch die Gabe des Heiligen Geistes, die auf die Vergebung der Sünden folgt. Und wer vergibt die Sünden? Nein, nicht der römisch-katholische Priester, unser Vater im Himmel. Dadurch, dass wir ihn durch Jesus Christus anrufen. Jesus Christus vergibt die Sünden auch, weil Jesus Christus ist Gott, genauso wie der Vater. Jesus Christus ist nicht der Vater, aber Jesus Christus ist Gott. Aber da haben wir schon mal drüber diskutiert, das muss ich hier nicht wieder auseinandersetzen. Diese Gabe reinigt, fährt Martin Luther fort, und fegt täglich die übrigen Sünden aus und arbeitet, den Menschen recht rein und heilig zu machen. Hiervon wissen der Papst, hiervon wissen die Theologen, die Juristen, noch ein anderer Mensch nichts. Überhaupt nichts, sondern es ist eine Lehre vom Himmel, die durch das Evangelium offenbart ist und bei den gottlosen Heiligen eine Ketzerei heißen muss. Andererseits für den Fall, dass einige Sektengeister kommen würden, wie vielleicht einige bereits vorhanden sind und zur Zeit des Aufruhrs, wir sprechen hier über den Bauernkrieg 1525, mir selbst vor Augen kam, die da meinen, dass alle diejenigen, die einmal den Geist oder die Vergebung der Sünden empfangen haben oder gläubig geworden sind, wenn dieselben danach sündigten, blieben sie trotzdem im Glauben und es schadeten ihnen solche Sünden nichts und schreien folgendermaßen, tue, was du willst, wenn du glaubst, ist alles das nichts. Der Glaube vertilgt alle Sünden. Ja, ein interessantes kleines Zitat, das der Luther hier anbringt. Tue, was du willst. Wenn du glaubst, ist das alles nichts. Der Glaube vertilgt alle Sünden. Auf diesen Quatsch ist unter anderem auch Aleister Crowleys Do as thou wilt shall be the whole of the law. Tu, wie du willst, das soll die ganze Macht des Gesetzes sein, aufgebaut.
Ne? Erkennt man alles wieder, diese teuflischen Lehren hier. Also, tu, was du willst. Wenn du glaubst, ist das alles nichts. Der Glaube vertilgt alle Sünden. Und fügen hinzu, wenn jemand nach dem Glauben und dem Geist sündigt, habe er den Geist und den Glauben nie richtig gehabt. Von solchen unsinnigen Menschen habe ich viele vor mir gehabt, und ich befürchte, dass noch in einigen von ihnen ein solcher Teufel steckt. Darum ist es notwendig zu wissen und zu lehren, dass, wenn die heiligen Leute, abgesehen davon, dass sie die, zwischen Anführungszeichen, Erbsünde noch haben, ja, also hatten wir ja drüber gesprochen, dass die Erbsünde nicht gibt, und fühlen, für die sie täglich Buße tun und gegen die sie streiten, irgendwie in eine öffentliche Sünde fallen, wie David in Ehebruch, Mord und Gotteslästerung, wie wir im 2. Buch Samuel, Kapitel 11 unter anderem lesen können. Dass alsdann der Glaube und der Geist weg gewesen sind, denn der Heilige Geist lässt die Sünde nicht herrschen und überhand nehmen, dass sie vollbracht wird, sondern steuert dagegen und wehrt, dass sie nicht tun kann, was sie will. Tut sie aber, was sie will, so sind der Heilige Geist und der Glaube nicht dabei, denn es heißt, wie der heilige Johannes sagt im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9 und 5, Vers 18, Zitat, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht und kann nicht sündigen. Und es ist doch auch die Wahrheit, wie derselbige heilige Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 18, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, lügen wir. Und Gottes Wahrheit ist nicht in uns. Wir kommen zum fünften Punkt, das Evangelium. Wir wollen nun wieder zum Evangelium kommen, das nicht nur auf eine Weise Rat und Hilfe wieder die Sünde gibt, denn Gott ist überschwänglich reich in seiner Gnade. Erstens durch das mündliche Wort, in dem die Vergebung der Sünden in alle Welt gepredigt wird, was die eigentliche Aufgabe des Evangeliums ist. Zweitens durch die Taufe. Drittens durch das heilige Altarsakrament, also hier spricht er von der Kommunion, von dem Brechen des Brotes. Viertens durch die Schlüsselgewalt und auch durch das gegenseitige Gespräch und die Tröstung der Brüder aus Matthäus 18, Vers 20, wo zwei versammelt sind und so weiter. Ja. Auch hier sehen wir wieder die Falschlehre, die Luther immer noch mit sich mitträgt, indem er hier von einem Altarsakrament spricht, also die, wie wir das im Allgemeinen nennen, die heilige Kommunion, das Brot miteinander brechen in Gedenken an Jesu Christi, das ist kein Sakrament. Ein Sakrament ist eine römisch-katholische Einrichtung und hat nichts Biblisches damit zu tun. Ja? Die Taufe bin ich auch nicht mit einverstanden, dass er das hier mit reinnimmt. Natürlich ist die Taufe ein sehr, sehr wichtiges Element für einen Christen. Aber Luther hat ein verkehrtes Verständnis von der Taufe und da werden wir auch gleich im nächsten Punkt zukommen. Also werde ich das hier mal eben lassen und gehe auf den nächsten Punkt Taufe ein, den er hier ernennt. Und hier steht geschrieben, die Taufe ist nichts anderes als Gottes Wort im Wasser, die durch seine Einsetzung befohlen ist. Oder, wie Paulus sagt in Epheser 5, 26, das Wasserbad im Wort. Wie auch Augustin sagt, es kommt das Wort zum Element und so entsteht das Sakrament. Also, erstens reimt sich das, das ist ja nicht weiter schlimm, aber dass die Taufe ein Sakrament ist, das sehe ich nicht so. Aber die Taufe ist eine unabdingbare Tat, die ein Christ machen sollte. Aber auch hier ist es eine Tat und Werke machen uns nicht gerecht. Gnade macht uns gerecht. Ich muss ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, weil ich bin ja auch nicht getauft in der Wiedergeburt in Jesu Christi. Und warum nicht? Ja, weil ich kenne niemanden, dem ich mich anvertrauen würde, mich zu taufen. Ich hatte ja in 2016 diese wunderbare christliche Freundin für eine ganze Zeit lang in Deutschland und mit der hätte ich das gerne gemacht, nur zu der Zeit, als ich sie kennenlernte, war es noch Winter
Und als wir auseinandergingen, da war es ja auch nicht mehr gerade, also da war es gerade mal Frühling, da war es noch nicht warm genug und wir waren halt nicht lang genug zusammen, als dass das hätte passieren können. Dann hätte ich sie getauft und sie mich. Aber da ist ja halt leider was zwischengekommen damals. Nun, ich bin also noch nicht getauft im biblischen Sinne. Ja? Aber das stört mich auch nicht. Weil die Bibel ist da ganz deutlich drüber, dass es zwar, wenn man es kann, notwendig ist, aber die Taufe selbst erlöst einen ja nicht, sondern ist nur ein Werk, dass das Außen, das nach außen hin die Erlösung reflektiert. Wenn ich aber niemanden habe, dem ich mich anvertrauen kann, um mich zu taufen, dann ist es wichtig, dass ich wiedergeboren bin im Geiste und dass ich also mir daraufhin, sage ich mal jetzt, dass ich zwar wiedergeboren bin, aber halt nicht in dem Wasser, weil ich die Gelegenheit nicht hatte. Ja? Also mit der Taufe, dass das hier ein Sakrament ist, ist schon mal überhaupt nicht richtig, aber es ist sicher eine, wie man so schön sagen kann, eine Pflicht oder eine Ordination, die der Herr uns auferlegt, wenn wir es können. Aber wenn wir es nicht können, dann sind wir trotzdem errettet durch die Gnade, ne? Ich werde nicht errettet durch die Taufe. Die Taufe ist nur ein äußeres Zeichen meiner Errettung. Und das haben wir ja auch gelesen in Apostelgeschichte 7, wo es um den Kämmerer geht, der mit dem einen Apostel, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, da in der Bibel liest und der dann sagt, okay, hier ist Wasser, was widerhält mich, um jetzt getauft zu werden? Wo ihm dann gesagt wird von ja, wenn du glaubst an Jesus Christus, dann kannst du getauft werden. Und er sagt, ich glaube, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und dann hat er ihn getauft. Aber die Taufe war auch hier nur das äußerliche Merkmal. Ja? Es geht darum, was man glaubt. Es geht darum, was man verkündet. Wenn ich Gott verkündige, wenn ich Jesus Christus verkündige, dann muss ich nicht unbedingt im Wasser getauft sein. Das ist nur eine Tat, das ist nur ein Werk. Natürlich ist es ein gutes Werk und natürlich wäre es schön, wenn ich dieses Werk hätte, aber im Augenblick sehe ich das hier noch nicht bei mir passieren. Also, die Taufe ist auf jeden Fall kein Sakrament, wie es hier drin steht. Und darum fährt Martin Luther fort, halten wir es nicht mit Thomas von Aquino, ja, also den kennt ihr ja, Thomas von Aquin, Summa Theologica, Doktor der römisch-katholischen Kirche, der seine Werke aufgebaut hat auf der griechischen Philosophie. Und den Predigermönchen halten wir es auch nicht mit. Ja? Also Thomas von Aquino, der war Begründer des Thomismus und zählt zu den bedeutendsten Scholastikern und einflussreichsten Theologen der römisch-katholischen Kirche. Und mit den Predigermönchen sind hier vor allen Dingen die Dominikaner gemeint, die auf die Lehre des Thomas von Aquin verpflichtet waren. Also, darum halten wir es nicht mit Thomas von Aquino und den Predigermönchen, die das Wort, die Einsetzung Gottes vergessen und sagen, Gott habe eine geistliche Kraft in das Wasser gelegt, die Sünde durch das Wasser abwasche und auch nicht mit Duns Scotus. Das steht für Duns Scotus, der lebte zwischen 1270 und 1308 und Begründer des Scotismus war. Und den Barfüßermönchen. Damit ist der Franziskanerorden gemeint. Die lehren, dass die Taufe durch Beistand des göttlichen Willens die Sünde abwasche, so dass diese Abwaschung allein durch den Willen Gottes geschieht, gar nicht durch das Wort oder Wasser. Und das macht jetzt eben genau meinen Punkt. Jeder, der glaubt, er müsste im Wasser getauft sein, um vor Gott gerechtfertigt zu sein, dem kann ich nur sagen von nein, dann hast du das verkehrt verstanden. Deine Taufe wäscht keine einzige Sünde ab. Nein, Wasser, also sich im Wasser untertauchen, wäscht keine Sünden ab. Aber es ist natürlich ein äußeres Zeichen dafür, dass ich Jesus Christus angenommen habe und er verzeiht mir meine Sünden, nicht die Taufe. Ja? Also ich hoffe, dass ich hiermit deutlich werde. Das ist für viele Leute ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich bin der felsenfesten biblischen Überzeugung, dass die Taufe zwar wünschenswert, aber nicht für die Erlösung notwendig ist.
weil die Taufe sowieso nur ein äußeres Zeichen für das Annehmen des Evangeliums ist. Und da geht es ja drum. Das ist ja, ich könnte ja sonst genauso gut sagen, die Beschneidung, die äußere Beschneidung ist noch wichtig. Ist sie ja auch nicht. Gott beschneidet unser Herz, er beschneidet uns im Inneren und dadurch sind wir für ihn gerechtfertigt. Dadurch, das ist unser Zeichen, dass wir zu ihm gehören. Da können wir uns außen unsere Vorhaut abschneiden, so oft wie wir wollen. Das hat überhaupt nichts mit einer Gerechtfertigung zu tun oder Rechtfertigung zu tun. Das ist etwas, was viele Leute verkehrt verstehen. Werke machen uns nicht gerecht. Auch das Werk der Taufe macht uns nicht gerecht. Aber wenn wir durch den Glauben und die Gnade Jesus Christus gerecht gemacht wurden, dann ist die Taufe ein äußeres Zeichen oder ein Zeichen nach außen hin, um das zu symbolisieren. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich es tun. Wenn ich sie nicht habe, dann werde ich es auch überleben. Der nächste Punkt ist furchtbar wichtig, weil hier kommt Martin Luther zu einem seiner größten Abfälle überhaupt. Die Kindertaufe. Von der Kindertaufe glauben wir, dass man die Kinder taufen soll, denn sie gehören auch zu der verheißenden Erlösung, die durch Christus geschehen ist, und die Kirche soll sie ihnen gewähren. Die Kindertaufe ist genau der Grund, weshalb ich gerade eben sagte, dass die Taufe an sich gar nicht in dem Sinne notwendig ist, also das Untertauchen in Wasser. In der römisch-katholischen Kirche ist die Taufe dafür notwendig, dass ich in das Himmelreich eintreten kann. In der römisch-katholischen Kirche ist die Taufe dafür notwendig, dass mir meine Sünden abgewaschen werden, wie wir gerade eben ja gelesen haben. Und diese Sünden, vor allen Dingen eben die zwischen Anführungszeichen Erbsünde, die es ja gar nicht gibt, muss eben auch von Kindern abgewaschen werden. Also ich will euch jetzt mal was sagen. Jeder, der nicht versteht, dass die Kindstaufe oder Kindertaufe ein absolut babylonisches Ritual ist, der hat die Bibel nicht verstanden. Ich habe gerade eben deutlich erklärt, und wir können das in der Bibel ja nachlesen, dass die Taufe ein äußeres Zeichen der Errettung ist, der Gerechtfertigung ist, der Rechtfertigung in Jesus Christus. Er macht uns gerecht vor dem Vater, weil ohne Jesus Christus können wir vor dem Vater im Gericht auch nicht bestehen. Darum steht ja in der Bibel geschrieben, es gibt nur einen Mittler zwischen den Menschen und dem Vater, und das ist der Mensch, Christus Jesus. Ja? Den brauchen wir. Er macht uns gerecht. Und ein äußeres Zeichen dieser Rechtfertigung ist die Taufe. Aber ein Kind, das noch gar keinen Glauben hat, welchen Sinn hat denn, wenn ich den Glauben, wenn ich nicht glauben kann, dass ich gerecht gemacht werde? Ja, da stehen dann die Paten dafür und die schwören dann, nach dem Motto von, ja, aber das Kind, das glaubt und wir nehmen das dafür an. So ein absoluter hanebüchener Quatsch. Absoluter Blödsinn. Absolut babylonische Lehre. Wenn das Kind wächst und, ich sage jetzt mal, erwachsen wird, alt genug wird, um selbst eine Entscheidung zu treffen, ob es glaubt oder nicht, dann ist es immer wünschenswert, wenn es glaubt, dass es sich taufen lässt. Aber erstens geht es dabei nicht um diese Besprenkelung mit Wasser, mit diesen paar Tropfen, sondern da geht es darum, sich so taufen zu lassen, wie Jesus Christus von Johannes dem Täufer im Fluss Jordan getauft wurde, mit einem vollständigen Untertauchen unter das Wasser. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Ja. Die Kindertaufe, wo die Kinder da über das Becken gehalten werden und der Priester macht dann erstmal das Kreuzzeichen auf der Stirn des Kindes, schon mal eins, dieses satanische Kreuzzeichen, und träufelt ihm dann ein paar Tropfen sogenanntes Weihwasser über den Kopf und das Kind ist dann damit auf einmal gerechtfertigt gemacht, ist absolut babylonische Lehre. Bringt doch gar nichts. Ein Kind muss doch erstmal seinen eigenen Charakter entwickeln und muss doch erstmal selbst zum Glauben kommen. Und wenn das Kind zum Glauben gekommen ist, das eine kommt früher, das andere später, ich bin ja auch erst nach über 45 Jahren zum Glauben gekommen, bis dahin war ich dann ja in der Hinsicht auch noch ein Kind, ja.
der eine früher, der andere später, wenn ich dann zu dem Glauben komme und ich lasse mich dann taufen als äußeres Zeichen meiner Errettung, dann ist da nichts gegen zu sagen. Aber das war es auch. Also die Kindertaufe, wie Martin Luther das hier schreibt, von der Kindertaufe glauben wir, also glaubt Luther und glaubt die lutheranische Kirche, dass man die Kinder taufen soll, denn sie gehören auch zu der verheißenden Erlösung, die durch Christus geschehen ist, und die Kirche soll sie ihnen gewähren. Wir lesen hier in Matthäus Kapitel 19, Vers 14 und 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, also zu Jesus, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Aber Jesus sprach: Lasst die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Nun, diesen Passus aus der Bibel gebraucht Martin Luther hier, um zu sagen, dass die Kinder auch zur verheißenden Erlösung gehören. Ja, jeder, der Gott annimmt, gehört zur verheißenden Erlösung. Das wollen wir doch mal eben hier ganz deutlich darstellen, klarstellen. Kinder, Jugendlicher, Erwachsener, Greis, das spielt keine Rolle. Jeder, der Jesus Christus annimmt, hat die verheißende Erlösung. Und selbst dadurch, dass Jesus Christus den Kindern hier die Hände aufgelegt hat, dadurch sind sie ja nicht jetzt heilig gemacht worden oder sowas. Aber er hat ihnen dadurch vielleicht den Heiligen Geist eingeben können. Wunderbar. Aber das ist ja keine Taufe. Das hat mit der Taufe doch nichts zu tun. Wisst ihr, ich bezweifle ja nicht, dass für die Kinder das Himmelreich ist. Und warum ist das so? Warum hat denn Jesus Christus hier gesagt, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Warum? Weil die Kinder noch nicht indoktriniert waren mit der Gnostik dieser Welt. Weil die Kinder noch, ja, wie kann man das sagen, rein sind und unverbraucht, noch unindoktriniert, noch nichts mit diesem Wissen dieser Welt zu tun haben. Ja? Das ist ja auch so, wenn ich von dieser Welt noch nichts weiß und ich werde von Anfang an nur mit dem Wort Gottes konfrontiert, ja, dann kann ich auch ein sehr gutes christliches Leben führen. Aber ich kämpfe täglich immer noch mit meinem Fleisch, weil ich eben so viele andere Dinge kennengelernt habe. Und euch geht das nicht ganz anders, ne? Wir sind alle mal im Kindergarten, vielleicht nicht, aber in der Schule gewesen und durch die Schule gegangen und sind in diesem System indoktriniert und erzogen worden außerhalb der Bibel und haben erst in einem späteren Zeitpunkt zur Bibel gefunden, und zu Jesus Christus gefunden. Und das ist das, was Jesus Christus meint. Ja? Denn solcher ist das Reich der Himmel, weil sie zu ihm kommen können, weil sie noch rein und unverfälscht sind, weil sie noch keine Falschlehren in sich aufgenommen haben, weil sie eben noch so jung sind. Das ist der Punkt. Also Kindertaufe, und damit schließe ich diesen Teil jetzt eben ab, ist eine absolut babylonische Tradition. Mit der Taufe selbst wird man nicht gerechtfertigt. Die Taufe selbst wäscht keine Sünden ab. Aber es ist ein äußeres Zeichen der Errettung, wenn ich getauft werde. Das ist alles. Und Kindertaufe, ja, ich muss mich ja selbst dafür entscheiden, getauft zu werden. Als kleines Kind kann ich noch keine Entscheidungen treffen. Und da wird eben, da sagt die Kirche eben, wir treffen die Entscheidung für die Kinder und taufen sie. Und das bringt gar nichts. Weil wenn das Kind nachher im Satanistenclub beitritt, was bringt denn dann bitte schön die Taufe, die es als Kind gehabt hat? Und schaut euch doch mal um, wie viele von den Satanisten, die wir heute haben, wurden als Kinder in der römisch-katholischen Kirche getauft? Also wenn die Kindertaufe tatsächlich wirken würde, wie sie angeblich wirken soll, dann würde es ja keine getauften Katholiken geben, die in satanischen Kreisen sich beschäftigen. Und dazu zählt auch Freimaurerei. Ja, ganz, ganz wichtig. Also gut, lassen wir das Thema Taufe hinter uns. Ich glaube, ich habe meinen Punkt deutlich gemacht. Das Altarsakrament oder die Kommunion ist der nächste Teil. Ich mag dieses Wort Sakrament einfach nicht. Vom Altarsakrament, also von der Kommunion, glauben wir,
das Brot und Wein im Abendmahl der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut Christi sind und nicht nur den gläubigen Christen gereicht und nur von ihnen empfangen werden, sondern auch von den bösen Christen. Und man soll es nicht nur unter einer Gestalt geben. Das heißt, damals, und das ist ja heute auch noch so, meine ich, im Abendmahl, gibt es ja nur in der römisch-katholischen Kirche, wird nur das Brot gegeben. Ja, diese Oblate wird den Menschen gegeben als der Leib Jesu Christi. Der Wein ist für die Priester. Da kommen wir mal zu, wenn ihr euch das später mal anschauen wollt. Ich werde ja irgendwann mal das Buch lesen von der babylonischen Mysterienreligion von Ralph Woodrow. Der geht da sehr gut drauf ein. Das ist echt interessant, warum eben in der römisch-katholischen Kirche nur die Priester das Brot bekommen und den Wein bekommen und der normale Mensch bekommt nur das Brot und nicht den Wein. Also Jesus Christus hat im Abendmahl ordiniert, dass wir das Brot brechen und nehmen sollen, weil das ist sein Körper, sein Fleisch und wir sollen den Wein trinken, weil das ist sein Blut und in dem Blut sitzt Leben. Und wir sollen das tun, das Brot brechen und den Wein trinken, in Erinnerung an ihn, ohne Transsubstantiation. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, das ist wieder ein anderer Punkt. Aber hier lesen wir es, man soll es nicht nur in einer Gestalt geben, sagt Luther hier. Das war eine der großen Disputationen, unter anderem auf dem Konzil von Konstanz, wo sie Jan Hus ermordet haben, dass man eben die Hussiten, ja, die haben die Kommunion gegeben unter der zweierlei Form, also das Brot und den Wein. Und da war die römisch-katholische Kirche gar nicht mit einverstanden, weil die sagt, das Brot sollen die Menschen haben, aber der Wein ist der Priesterschaft vorbehalten. Deswegen Martin Luther, der das auch biblisch sieht und sagt, man soll es nicht nur unter einer Gestalt geben, also nur das Brot, nein, beide Gestalten, das Brot und den Wein. Und wir bedürfen der hohen Wissenschaft nicht, sagt er, die uns lehrt, dass unter einer Gestalt so viel ist wie unter beider. Also nach dem Motto, ihr kommt mit eurer Gnosis, mit eurer Gnostik an und erzählt uns, ja, ob ihr jetzt einen Teil nehmt des Abendmahls oder beide Teile nehmt, das ist einerlei. Das ist alles beides eben viel wert. Ja, das ist eine Lüge. Sagt er hier auch, wie uns die Sophisten, ja, also da wissen wir ja inzwischen, das sind die Gnostiker, ja, und das Konzil zu Konstanz lehren, habe ich ja gerade eben erwähnt. Da steht hier das Konzil zu Konstanz zwischen 1414 und 1418 und ein Konzilsdekret vom 15. Juli 1415 über das, zwischen Anführungszeichen, Altarsakrament. Denn auch wenn es wahr wäre, auch wenn es wahr wäre, dass es unter einer so viel ist als unter beider, so ist doch die eine Gestalt nicht die ganze Ordnung und Einsetzung, die Christus gestiftet und befohlen hat. Und besonders verdammen und verfluchen wir in Gottes Namen diejenigen, die nicht nur beide Gestalten unterlassen, sondern darum auch ganz tyrannisch verbieten, verdammen, als Kästerei lästern, Entschuldigung, und sich damit wieder und über Christus, unseren Herrn und Gott stellen und so weiter. Jetzt kommt's. In Bezug auf die Transsubstantiation, das ist die Verwandlungslehre, nach der beim Abendmahl Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt werden, ohne deren äußere Gestalt zu verändern. Diese Lehre wurde 1215 für die ganze römisch-katholische Kirche als verbindlich erklärt. Und das gilt heute noch immer. In der Verwandlungslehre, und das ist, was die römisch-katholische Kirche lehrt, wird bestimmt, dass der Priester, wenn er die Hokuspokus-Worte sagt, hoc est corpus enim meum, ja, dies ist mein Leib, wie Jesus Christus gesagt hat, dass der Priester in dem Moment Jesus Christus vom Himmel herunter befiehlt in das Stück Brot und dieses Stück Brot verwandelt sich in den wahren Leib, in die wahre Seele, in das wahre Fleisch, das wahre Blut, die wahre Göttlichkeit und Geistlichkeit Jesu Christi. Dieses kleine Brot ist
wirklich Jesus Christus. Und dann muss ich das essen. Das heißt, Jesus Christus wird wieder und wieder geopfert in der Transsubstantiation, in der Messe bei der Eucharistie der römisch-katholischen Kirche. Wird Jesus Christus immer und wieder geopfert, und das ist eine Verleugnung seines perfekten Opfers, das er am Kreuz gebracht hat. Und Kannibalismus ist es auch. Ich habe da mal in Englisch das Gedicht gebracht, und ich werde mal eben gucken, ich habe das in Deutsch auch, das weiß ich, aber es ist natürlich in Deutsch, ist es kein Gedicht. Also ich werde euch das mal eben vorlesen. Also das, was ich euch jetzt vorlese, finden wir auf Seite 69 in dem PDF Babylon Mysterien Religion von Ralph Wittrow, das Buch, das ich auch noch lesen werde, unter dem Kapitel Die Messe. In Englisch ist das ein Gedicht, also da reimt sich das, klingt es sehr schön. Und das habe ich auf meinen Kanälen auch hochgeladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ja fragen, wo es ist. Oder vielleicht denke ich dran, den Link in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinzutun. Aber diese kleine Geschichte, die Übersetzer sagen hier, diese Kurzgeschichte ist die Übersetzung eines englischen Gedichts eines unbekannten Autoren. Diese kleine Geschichte gibt euch deutlich an, was die römisch-katholische Kirche mit der Transsubstantiation meint. Ja? Das ist besser, als ich das in meinen eigenen Worten erklären könnte. Wir lesen denn hier eben. Eine hübsche junge Frau, eine Protestantin, war mit einem Katholiken verheiratet. Seit ihrer Kindheit war sie erzogen worden, die biblischen Geschichten zu lieben. Ihr Ehemann war sehr betrübt, dass sie es nicht fertigbrachte, der römischen Mutterkirche beizutreten und die Häresien abzulegen. Tag für Tag versuchte er, sie zu überreden, aber für sie war alles nur ein sich verbeugen vor hölzernen Standbildern. Die Messe, die Hostie, die Wunder und gerade auch die Transsubstantiation konnte sie einfach nicht glauben. So ging der Ehemann zu einem Priester mit seiner Not und sagte, dass nur ein wirklich sichtbares Wunder sie zur Bekehrung führen würde, da sie allen römischen Wundern nicht glauben konnte. So eine Ungläubige sei sie. In der Vorstellung, einen Orden zu gewinnen, ging der Priester mit dem armen Mann, indem er sagte, »Ich will sie bekehren und ihr beide Augen öffnen.« Der Priester wurde zum Essen eingeladen. Während sie aßen, begann er, seine Gastgeberin zu unterrichten, wie sündig der Mensch ist, wie groß doch die Liebe des Heilands ist und dass er sich selbst als Opfer gegeben hat, alles, was kein Christ verneint. »Ich werde morgen wiederkommen mit Brot und Wein. Das Wunder des Sakraments wird sie von ihrem Unglauben befreien.« »Gerne. Ich werde das Brot backen«, ruft sie dazwischen. »Sie mögen es tun, wenn sie dann das Wunder sehen werden. Ich sage ihnen, überzeugt werden sie sein.« Der Priester am nächsten Tag kam, segnete Wein und Brot. Da fragte unsere ungläubige Frau, »Ist es jetzt verwandelt?« Der Priester nickte würdevoll. »Ja, dieses Brot und dieser Wein ist nun verwandelt in das wahre Fleisch und Blut. Ja, diese meine Kraft hat es zu Gott gemacht.« Sie wollte es nun zu sich nehmen. Sie wollten es nun zu sich nehmen. Da sagte die Frau zum Priester, »Passen Sie auf, denn ein wenig Arsen habe ich in den Brotteig gemischt. Aber es wird uns nicht schaden, da die Natur des Brotes sich gewandelt hat.« Der Priester war wie vom Blitz geschlagen. Fahl wie der Tod, er zitterte, Brot und Wein entfiel in seine Hand, als er keuchte, »Man bringe mir mein Pferd, es ist ein verfluchtes Haus.« »Gehen Sie nun«, sagte die Frau freundlich, »Sie trifft der Fluch aus Rom.« Der Ehemann saß da, erstaunt, und nach langem sprach er leise, »Mein Liebling, der Priester floh, hast du's gesehen mit fliegender Soutane? Ich bleib bei dir, und wir entfliehen der römisch-katholischen Fabel.« Soweit die kleine Kurzgeschichte aus dem englischen originalen Gedicht. Dass man viel besser die Transsubstantiation eigentlich gar nicht erklären kann. Wenn die Katholiken denn meinen, dass ihr Hokuspokus
dieses Brot tatsächlich in den Leib Jesu Christi verwandelt und damit also nicht mehr das Brot selbst vorhanden ist, dann kann ich da so viel Arsen reinmischen, wie ich will, und dann können sie es essen, dann werden sie da nicht von sterben. Weil sie haben es ja verwandelt in den Leib Jesu Christi. Ja? Das ist die Geschichte. Und das ist die Geschichte von der Transsubstantiation. Also, Martin Luther sagt hier, in Bezug auf die Transsubstantiation halten wir von der spitzfindigen Sophisterei gar nichts, mit der sie lehren, dass Brot und Wein ihr natürliches Wesen verlassen oder verlieren und es bleibe nur die Form und die Farbe des Brotes und nicht richtiges Brot, denn es stimmt mit der Heiligen Schrift aufs Beste überein, dass das Brot da ist und bleibt, wie es der heilige Paulus selbst sagt im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16. Das Brot, das wir brechen. Und ebenso im 1. Korinther 11, Vers 28. Also esse er von dem Brot. Der nächste Punkt. Die Schlüssel. Die Schlüssel sind ein Amt und eine Gewalt, die der Kirche von Christus gegeben ist. In Matthäus 16, Vers 19 und 18, Vers 18. Ein Punkt, den Martin Luther wieder und wieder und wieder betont in seiner Lesung, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, dass hiermit der Papst mit seiner falschen Auslegung sich eben diese Schlüssel anmaßt. Also, die Schlüssel sind ein Amt und eine Gewalt, die der Kirche von Christus gegeben worden ist, die Sünden zu behalten oder von ihnen freizusprechen. Nicht nur die groben und wohlbekannten Sünden, sondern auch die subtilen und verborgenen, die Gott allein erkennt. Wie geschrieben steht im Psalm 19, Vers 13, Zitat, wer merkt, wie viel er in die Irre geht? Ende Zitat. Und Paulus klagt in Römer 7, 23 selbst, dass er mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde diene. Denn es steht nicht in unserer Macht, sondern bei Gott allein zu beurteilen, welche, wie groß und wie viel der Sünden sind, wie geschrieben steht im Psalm 143, Vers 2. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebender Mensch gerecht. Und Paulus sagt auch im 1. Korinther 4, Vers 4, ich bin mir wohl nichts bewusst, aber darum bin ich nicht gerechtfertigt. Die Beichte, der zehnte Punkt. Weil die Freisprechung, also die Absolution oder die Kraft der Schlüssel auch eine Hilfe und ein Trost wider die Sünden und das böse Gewissen sind, die im Evangelium durch Christus gestiftet sind, soll man die Beichte bzw. die Freisprechung beileibe nicht in der Kirche abhanden kommen lassen, besonders um der schwachen Gewissen willen, auch um des jungen, rohen Volkes willen, damit es angehört und in der christlichen Lehre unterrichtet werde. Das Aufzählen der Sünde aber soll jedem freistehen, was er aufzählen oder nicht aufzählen will. Denn solange wir im Fleisch sind, werden wir nicht lügen, wenn wir sagen, ich bin ein armer Mensch voller Sünden. Oder in Römer 7, 23, ich fühle ein anderes Gesetz in meinen Gliedern und so weiter. Denn weil die Freisprechung des Einzelnen von dem Amt der Schlüssel herkommt, soll man sie nicht verachten, sondern hoch und wert halten, wie alle anderen Ämter der christlichen Kirche. Und in diesen Stücken, die das mündliche äußere Wort betreffen, ist fest darauf zu bestehen, dass Gott niemandem seinen Geist oder Gnade gibt, außer durch oder mit dem vorangehenden äußeren Wort, damit wir uns von den Enthusiasten, das heißt den Schwarmgeistern, schützen, die sich rühmen, ohne und vor dem Wort Gottes den Geist zu haben und danach die Heilige Schrift oder das mündliche Wort nach ihrem Belieben richten, deuten und dehnen, wie der Münzer, Thomas Münzer, einer der Führer des deutschen Bauernkrieges, es tat und noch viele heutigen Tages tun, die zwischen dem Geist und dem Buchstaben scharfe Richter sein wollen und nicht wissen, was sie sagen oder behaupten. Denn das Papsttum ist auch nichts weiter als Enthusiasmus, in dem der Papst prahlt, alle Rechte sind im Schrein meines Herzens. Nach einer Äußerung des Papst Bonifatius VIII., den wir ja bereits kannten von der Bulle Unam Sanctam, von 1301 hat der Papst das gesamte Recht im Schrein des Herzens.
Und was er mit seiner Kirche denkt und befiehlt, das soll Geist und Recht sein, auch wenn es wieder die Heilige Schrift oder das mündliche Wort ist oder darüber hinausgeht. Das ist alles der alte Teufel oder die alte Schlange, der Adam und Eva auch zu Enthusiasten machte, vom äußeren Wort Gottes auf die Schwarmgeisterei und eigene Vorstellung führte. Und er tat es doch auch durch andere äußere Worte, ebenso wie auch unsere Enthusiasten das äußere Wort verachten und doch selbst nicht schweigen, sondern die Welt vollplappern und schreiben, gerade so, als ob der Geist nicht durch die Heilige Schrift oder die mündlichen Worte der Apostel kommen könnte, aber durch ihre Schriften und Worte kommen müsste. Warum unterlassen sie nicht auch ihre Predigt und ihre Schriften, bis der Geist selber in die Leute ohne und vor ihren Schriften kommt, wie sie rühmen, dass er sie ohne Predigt der Heiligen Schrift gekommen sei, dass er in sie ohne Predigt der Heiligen Schrift gekommen sei? Davon ist jetzt hier nicht weiter zu disputieren. Wir haben es anderwärtig genug behandelt. Zum Beispiel in Luthers Schrift wieder die himmlischen Propheten von den Bildern und Sakramenten, was man in Luthers gesammelten Werken wiederfindet. Denn auch diejenigen, die vor der Taufe glauben oder in der Taufe gläubig werden, haben es durch das äußere, vorausgehende Wort, ebenso wie die Alten, wenn sie zur Vernunft kommen, zuvor gehört haben müssen. Wie wir lesen in Markus 16, 16, wer da glaubt und getauft wird, der ist selig. Auch wenn sie zunächst ungläubig, erst nach 10 Jahren den Geist und die Taufe kriegen. Und Cornelius in Apostelgeschichte 10, Vers 2 hatte lange zuvor bei den Juden von dem zukünftigen Messias gehört, wodurch er vor Gott gerecht und sein Gebet und Almosen geben in diesem Glauben angenehm waren, wie Lukas in Apostelgeschichte 10, Vers 2 ihn gerecht und gottesfürchtig nennt. Ohne dieses vorausgehende Wort oder Hören könnte er weder glauben noch gerecht sein. Aber der heilige Petrus musste ihm offenbaren, dass der Messias, an den er bis dahin als zukünftigen geglaubt hatte, nun gekommen sei, damit sein Glaube vom zukünftigen Messias ihn nicht bei den verstockten, ungläubigen Juden gefangen hielt, sondern er wusste, dass er nun durch den gegenwärtigen Messias selig werden musste und denselben nicht mit den Juden verleugnen noch verfolgen dürfte, und so weiter. Kurzum, der Enthusiasmus steckt in Adam und seinen Kindern von Anfang bis zum Ende der Welt, von dem alten Drachen ihnen mitgegeben und als Gift eingeimpft. Und er ist aller Ketzerei, auch das Papsttum und Mohammeds Ursprung, Kraft und Macht. Darum sollen und müssen wir darauf beharren, dass Gott nicht anders mit uns Menschen handeln will, als durch sein äußeres Wort und Sakrament. Alles aber, was ohne dieses Wort und Sakrament vom Geist gerühmt wird, das ist der Teufel. Denn Gott wollte auch Mose erst durch den feurigen Busch und das mündliche Wort erscheinen, wie wir im 2. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 2, 4 und fortfolgende lesen können. Und kein Prophet, weder Elia noch Elisa, haben außerhalb oder ohne die 10 Gebote den Geist erhalten. Und Johannes der Täufer wurde weder ohne das vorausgehende Wort Gabriels empfangen, wie wir in Lukas 1, Verse 13 bis 20 nachlesen können, noch hüpfte er ohne die Stimme der Maria in seiner Mutter Leib, in Lukas 1, 41. Und der heilige Petrus spricht in 2. Petrus 1, 21, die Propheten haben nicht aus menschlichem Willen, sondern aus dem Heiligen Geist geweissagt, jedoch als die heiligen Menschen Gottes. Aber ohne äußerliche Worte waren sie nicht heilig, viel weniger hätten sie, als noch unheilig, der Heilige Geist zu reden getrieben. Denn sie waren heilig, spricht er, als der Heilige Geist durch sie redete. Punkt 11. Der Bann. Den großen Bann, wie ihn der Papst nennt, ja, wir sprechen hier von der Exkommunikation,
Den großen Bann, wie ihn der Papst nennt, halten wir für eine rein weltliche Strafe und geht uns Kirchendiener nichts an. Also Kirchendiener, damit spricht er jetzt von der wahren Kirche, der Kirche Jesu Christi. Aber der kleine, das heißt der rechte christliche Bann ist, dass man öffentliche, hartnäckige Sünder nicht zum Sakrament oder anderer Gemeinschaft der Kirchen kommen lassen soll, bis sie sich bessern und die Sünde meiden. Und die Prediger sollen in diese geistliche Strafe bzw. diesen Bann, die weltliche Strafe, nicht mengen. Punkt 12. Die Weihe und Berufung. Wenn die Bischöfe recht Bischöfe seien und sich der Kirchen und des Evangeliums annehmen wollen, so könnte man um der Liebe und Einigkeit willen, jedoch nicht aus Notwendigkeit einräumen, dass sie uns und unsere Prediger ordinierten und konfirmierten. Doch unter Beseitigung allen Schwindels und Scheinwerkes unchristliches Treiben und Zeremoniells. Da sie nun aber keine rechten Bischöfe sind oder auch nicht sein wollen, sondern weltliche Herren und Fürsten, die weder predigen noch lehren, noch taufen noch kommunizieren, noch irgendein Werk oder Amt der Kirche treiben wollen, dazu diejenigen, die dieses Amt berufen, ausüben, verfolgen und verdammen, darf dennoch die Kirche um ihretwillen nicht ohne Diener bleiben. Darum wollen und sollen wir, wie die alten Vorbilder der Kirchen und der Väter uns lehren, selbst tüchtige Personen zu diesem Amt ordinieren. Und das haben sie uns nicht zu verbieten oder zu wehren, auch nach ihrem eigenen Recht nicht, denn ihre Rechte besagen, dass auch diejenigen, die von den Ketzern ordiniert sind, als ordiniert gelten und es bleiben sollen. So wie Hieronymus von der Kirche zu Alexandria schreibt, dass sie zuerst ohne Bischöfe durch die Priester und Prediger insgesamt regiert worden ist. In Punkt 13 adressiert Martin Luther in den schmalkaldischen Artikeln hier die Priesterehe. Dass sie die Ehe verboten und den göttlichen Stand der Priester mit ewiger Keuschheit beschwert haben, dazu haben sie weder Befugnis noch Recht gehabt, sondern sie haben wie die antichristlichen, tyrannischen, heillosen Buben gehandelt und dadurch zu allerlei schrecklichen, grauenerregenden, unzähligen Sünden der Unkeuschheit Ursache gegeben, in denen sie noch stecken. So wenig nun uns oder ihnen Macht gegeben ist, aus einem Mann eine Frau oder aus einer Frau einen Mann zu machen oder den Unterschied der Geschlechter aufzuheben, so wenig haben sie auch die Macht gehabt, diese Schöpfung Gottes zu scheiden oder zu verbieten, so dass sie nicht ehrlich und ehelich beieinander wohnen durften. Darum wollen wir in ihrem widerwärtigen Zölibat nicht einwilligen, es auch nicht dulden, sondern die Ehe frei haben, wie sie Gott geordnet und gestiftet hat. Und wir wollen sein Werk nicht zerreißen noch hindern, denn der heilige Paulus sagt im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, es sei eine teuflische Lehre, die Lehre des Zölibats. Alleine über diesen kleinen Absatz könnte ein eigenes Buch geschrieben werden. Lass stehen, dass man da ein eigenes Video von machen kann. Deswegen gehe ich da auch nicht viel drauf ein. Aber in der Bibel wurde ganz deutlich ordiniert eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und zwar in den ersten Büchern in Genesis. Ich meine am Ende des zweiten Kapitels. Und wenn Luther hier sagt, dass dadurch allerlei schreckliche, grauenerregende, unzählige Sünden der Unkeuschheit Ursache gegeben wurde, dann hängt das damit zusammen, weil wenn ich mich der Ehe entsage, dann entsage ich mich auch dem Sex. Weil in der Bibel geschrieben steht, dass jede sexuelle Handlung außerhalb der Bibel eine Übertretung ist, eine Übertretung des Gesetzes, dass es Unzucht ist. Ja? Jeder Sex außerhalb der Ehe. Also wenn ich die Ehe verbiete, verbiete ich auch den Sex. Ja, und wir sehen ja, zu welchen Ausschweifungen das in der römisch-katholischen Kirche in der Geschichte und auch heute noch geführt hat. Die Pädophilagenda, dass die Priester die größte Sodomitenbewegung auf der ganzen Welt sind. Ja, also
Die meisten sagen homosexuell, ich sage Sodomiten, so wie es die Bibel erklärt. Wie gesagt, auf diese Dinge könnte man mit einem eigenen Video, mit einem eigenen Buch sogar eingehen. Das wird mir zu viel, um das zu beschreiben. Es geht mir hier nur darum, dass wir eben den Punkt machen, dass wir sehr gut verstehen, dass dadurch, dass den Priestern verboten wird zu heiraten, wird ihnen verboten, Sex zu haben. So, und wenn ihnen das auf die Art und Weise in der Ehe verboten wird, dann holen sie ihn sich irgendwo anders. Dann holen sie ihn sich bei kleinen, ihnen zuvertrauten Kindern, dann holen sie ihn bei den Frauen, die bei ihnen im Beichtstuhl sind, oder bei den Männern, die bei ihnen im Beichtstuhl sind und so weiter, oder bei ihren Kollegen, oder bei den Nonnen in den Klostern gegenüber, habe ich ja auch schon von gesprochen, wie das in Spanien damals aufgedeckt wurde, und so weiter und so weiter. Also das ist eine Box von Pandora, die ich jetzt hier nicht öffnen möchte. Ich belasse es bei dem, was Martin Luther hier gesagt hat, weil er hat vollkommen recht, dass er sagt, dass die Ehe frei sein soll, wie sie von Gott geordnet und gestiftet ist. Wir wollen sein Werk nicht zerreißen noch hindern, denn der heilige Paulus sagt, es sei eine teuflische Lehre, die Priesterehe zu verbieten. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Punkt 14, die Kirche. Wir gestehen ihnen nicht zu, dass sie die Kirche sind. Und sie sind es auch nicht. Und wir wollen auch nicht hören, was sie unter dem Namen der Kirche gebieten oder verbieten. Denn es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche ist, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören, wie wir in Johannes 10, Vers 3 lesen können. Denn so beten die Kinder, ich glaube, eine heilige christliche Kirche. Diese Heiligkeit besteht nicht in Chorhemden, Platten, also der Tonsur, ja, langen Gewändern und ihren anderen Zeremonien, die von ihnen über die Heilige Schrift hinaus erdichtet worden sind, sondern im Wort Gottes und im rechten Glauben. Wie man vor Gott gerecht wird und die guten Werke, Punkt 15. Was ich davon bisher und beständig gelehrt habe, weiß ich gar nicht zu verändern. Nämlich, dass wir durch den Glauben, wie der heilige Petrus sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 9, ein anderes, neues, reines Herz kriegen und Gott um Christi willen unseres Mittlers uns für ganz gerecht und heilig halten will und auch hält. Obwohl die Sünde im Fleisch noch nicht ganz weg oder tot ist, will er sie doch nicht anrechnen und noch wissen. Und auf diesen Glauben, auf diese Erneuerung und Vergebung der Sünden folgen dann gute Werke. Also, ganz wichtig, erst kommt die Rechtfertigung durch den Glauben und dann folgen die guten Werke als Zeichen der Errettung. Es sind nicht die Werke, die uns retten, es sind die guten Werke, die wir, weil wir errettet sind, machen können. Mithilfe des Heiligen Geistes. Ganz, ganz wichtig. Da sollte man sich dann nochmal den Vertrag durchlesen von der römisch-katholischen Kirche mit den Lutheranern 1999 unterzeichnet, zur die gemeinsame Rechtfertigungslehre. Ja? Wie sie da mit ihrer Sophistik und Kasuistik dafür sorgen, dass die Lutheraner vom Wort der Bibel weggegangen sind. Ja? Es ist ganz, ganz klar, obwohl die Sünde im Fleisch noch nicht ganz weg oder tot ist, weil wir sind ja immer noch im Fleisch, will Christus sie doch nicht anrechnen noch wissen. Und auf diesen Glauben, auf diese Erneuerung und auf diese Vergebung der Sünden folgen dann gute Werke. Da folgen die guten Werke, nicht erst Werke und dann der Glaube, die Erneuerung und die Vergebung der Sünden, sondern umgekehrt. Es ist immer umgekehrt das, was die römisch-katholische Kirche lehrt, was in der Bibel geschrieben steht. 180 Grad verdrehte Lehre der Bibel, das ist römischer Katholizismus. Und an keinem anderen Satz kann man das noch deutlicher machen, als in dem, den ich gerade gelesen habe. Und was an diesen, also den Werken, auch noch sündlich ist oder mangelt, soll eben um desselben Christus willen nicht für Sünde oder Mangel angerechnet werden, sondern der Mensch soll ganz, sowohl nach der Person als auch nach seinen Werken gerecht und heilig heißen und seien aus lauter Gnade und Barmherzigkeit in Christus, die über uns ausgeschüttet und ausgebreitet sind. Darum können wir das Verdienst unserer Werke nicht viel rühmen, wenn sie ohne Gnade und Barmherzigkeit angesehen werden,
sondern, wie geschrieben steht, 1. Korinther 1,31 und 2. Korinther 10,17, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, weil er einen gnädigen Gott hat, ist alles gut. Wir sagen auch weiter, dass der Glaube falsch und nicht richtig ist, wenn keine guten Werke folgen. Ganz wichtiger Satz. Weil der Glaube ohne Werke ist nichts wert. Punkt 16. Das Klostergelübde. Weil die Klostergelübde direkt gegen den ersten und Hauptartikel streiten, sollen sie schlechthin abgetan sein. Denn sie sind es, von denen Christus in Matthäus 24, Vers 5 sagt, ich bin Christus. Denn wer da ein Klosterleben gelobt, der glaubt, dass er ein besseres Leben als der gewöhnliche Christ führt. Und er will durch sein Werk nicht nur sich selber, sondern auch anderen zum Himmel helfen. Das heißt, Christus verleugnen, weil Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und sie rühmen sich aus ihrem heiligen Thomas von Aquin wieder einmal, dass das Klostergelübde der Taufe gleich sei. Das ist eine Gotteslästerung. Und sicher, wenn man die Taufe richtig versteht. Dass die Papisten sagen, Menschensatzungen dienen zur Vergebung der Sünden oder verdienen die Seligkeit, das ist unchristlich und verdammt, wie Christus spricht in Matthäus 15, Vers 9. Vergeblich dienen sie mir, weil sie diese Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Und ebenso in Titus 1, 14 lesen wir, die sich von der Wahrheit abwenden. Ebenso, dass sie sagen, es sei Todsünde, solche Satzungen zu brechen, ist auch nicht recht. Nein, weil jede Sünde ist Übertretung des Gesetzes und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also keine Todsünde. Wir kommen zum Schluss. Das sind die Artikel, auf denen ich bestehen muss und auf denen ich bestehen will, bis in meinen Tod, so Gott will. Und ich weiß darin nichts zu ändern oder nachzugeben. Will aber jemand etwas nachgeben, tue er es auf sein Gewissen. Zuletzt ist noch der Gaukelsack des Papstes übrig. Was ist ein Gaukelsack? Das ist die Tasche des Zauberers oder Taschenspielers, aus der er Dinge hervorholt, mit denen er die Leute unterhält. Also zuletzt ist noch der Gaukelsack des Papstes übrig von närrischen Artikeln wie Kirchenweihe, Glockentaufe, Altarsteine taufen und Paten dazu bitten, die Paten Geschenke machen und so weiter. Dieses Taufen ist ein Spott und Hohn der heiligen Taufe, so dass man es nicht dulden darf. Danach das Weihen von Lichtern, Palmen, Wurzeln, Hafer, Fladen und so weiter, was doch nicht geweiht genannt noch sein kann, sondern nichts als Spott und Betrug ist. Und des Gaukelwesens unzählig viel, die wir ihrem Gott und ihnen selbst befehlen anzubeten, bis sie es müde werden. Wir wollen damit unbelästigt sein. Also mit anderen Worten, lasst sie ihrem Aberglauben verfallen, lasst sie mit diesem Gaukelwesen Lichter, Palmen, Wurzeln, Hafer und Fladen selig machen. Wir haben mit diesem Gaukelwesen unzählig viel, indem sie ihrem Gott und ihnen selbst befehlen anzubeten, bis sie es müde werden, nichts mit zu tun. Und das beschließt unsere Lesung der schmalkaltischen Artikel von 1537 zu der Zeit, wo eigentlich dann das Konzil von Mantua hätte Platz finden oder stattfinden sollen, das dann in der Form des Konzils von Trient 1545 stattgefunden hat. Eine mehr oder weniger Glaubenserklärung oder ein Glaubensbekenntnis der lutherischen Kirche oder der Protestanten zu der damaligen Zeit. Mit diesen Artikeln wollte man vor das Konzil treten und wollte der römisch-katholischen Kirche deutlich machen, dass man auf der Bibel und der Bibel alleine steht.
Wie deutlich geworden ist in meiner Lesung oder in den Lesungen, nicht nur in dieser, sondern in den drei vorgegangenen auch, wie daraus deutlich vorgegangen ist, gibt es auch hier in diesen Artikeln noch eine Menge römische Falschlehre, die da inbegriffen ist. Und wie gesagt, Martin Luther war bis Ende seines Lebens nicht frei von katholischem Einfluss. Und das Wichtigste passierte dann eben auf der 17. Sitzung des Konzils von Trient, wo der Erzbischof von Reggio auf Basis dessen, dass die Protestanten den Sonntag geheiligt haben, er ihnen vorwarf, dass sie nichts weiter als Rebellen seien, weil nämlich die Bibel niemals an irgendeiner Stelle den Sonntag als Sabbat ordiniert. Und wir haben ja gesehen, dass sie in der Europäischen Union es zum Gesetz gemacht haben, dass Montag der erste Tag der Woche ist und damit Sonntag der siebte Tag der Woche. Eine weitere Erfüllung der biblischen Prophezeiung, in der gesagt wird, dass der Antichrist denkt, Zeiten und Gesetz zu ändern. Ja, er denkt es und er ändert es auch, wenn ich mich nicht an das wahre Gesetz halte, das von Gott ordiniert ist, die Bibel. Und ich kann noch so viel aus der Schlachter lesen, ich habe auch heute wieder da ein paar Fehler drin gefunden in Übersetzungen, wenn es nämlich um das Wort Religion geht. Sucht mal das Wort Religion in der König James Version, da findet ihr es 5-mal und im Deutschen wird das Wort nur 1-mal gebraucht in der Schlachter 2000. Also, wie gesagt, das wahre Wort Gottes muss man haben, darauf kann man bauen, ja, wie sie so schön in Schwäbisch Hall immer sagen, auf diese Steine können sie bauen. Der einzige Stein, auf den ich baue, das ist der Fels und der ist Jesus Christus und das ist die Basis meines Glaubens. Und mein Herr ist die höchste Autorität für mein Gewissen. Genau wie Martin Luther damals gesagt hat. Wenn ihr mich nicht anhand der Heiligen Schrift oder mit reiner Vernunft überzeugen könnt, dann werde ich nichts zurückziehen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ja, ich kann auch nicht anders. Ich halte mich an die Bibel und die Bibel alleine. Und zwar von A bis Z. Von Alpha bis Omega. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.